Baladash Malanur und herzlich willkommen. Mein Name ist Kentanas. Das Leben auf Azeroth ist rau und hart, doch Make Love Not Warcraft heißt ein Erfolg im Spiel. Wie pflanzen sich eigentlich Harpyien vor? Wie funktioniert eine Dschungeltroll-Ehe? All dies und noch viel mehr möchte ich euch in 35 Fakten über die irdischen Gelüste der Bewohner Azeroths präsentieren. Diese Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient nur der Unterhaltung. Lasst uns beginnen. Viele Drachen sind dazu fähig, eine humanoide Form anzunehmen. Sie schätzen diese sehr, da eine weiche Haut viel empfänglicher für zärtliche Berührung ist als ihr Schuppenpanzer. Doch nicht alle Drachen wechseln ihre Form für den Akt der Liebe. Obwohl ihr Schuppenpanzer einen großen Schutz bietet, hinterließ Todesschwinge bei seinem letzten Paarungsversuch viele Brandwunden und Narben auf dem Körper seiner Gemahlin Sinestra. Laut Gaxim Rossknirsch vermehren sich Goblins wie Karnickel. Orks gelten als besonders fruchtbar und haben sehr viele Nachkommen, da viele Orkkinder einst aufgrund der rauen Verhältnisse bereits in der Kindheit starben. Worgen können keine Worgenkinder gebären, da ihr zweites Gesicht nur ein Fluch ist. Wenn zwei Worgen sich fortpflanzen, kommt ein fluchfreies Menschenkind zur Welt. Aufgrund ihres langen Lebens pflanzen sich Drehner nicht sehr häufig fort. Es ist unbekannt, ob Dämonen sich fortpflanzen können. Aber Agonis behauptet zum Beispiel, der Sohn von Agonar zu sein. Makura-Männchen und Weibchen sehen für einen neutralen Beobachter auf den ersten Blick gleich aus. Die Weibchen erkennt man erst, wenn man sie dabei beobachten kann, wie sie eine Ansammlung von Eiern auf ihrer Brust tragen. Die männlichen Makura pflanzen sich nur ein einziges Mal in ihrem Leben fort. Danach verwandeln sie sich in geschlechtslose Drohnen. Der Akt der Vergewaltigung ist in Azeroth sehr verpönt, aber existiert. Man geht davon aus, dass Halboger das Ergebnis von Überfällen der Oger auf Menschensiedlungen sind. Halborks sollen ebenfalls nur das Produkt einer Vergewaltigung darstellen. Männliche Harpyien existieren nicht, da noch nie eine männliche Harpyie gesehen wurde. Harpyien nehmen sich Gefangene anderer Völker, um sich fortpflanzen zu können. Sie präferieren dabei Elfen, Orks und Menschen. Die Harpyien bedienen sich Magie und alchemistischen Tränken, um ihre Opfer gefügig zu machen. Sie halten sich ihre Opfer so lange gefügig, bis sie an Krankheit und Unterernährung sterben. Nathanos Mares, besser bekannt als Nathanos Pestrufer, war in Sylvanas Windläufer verliebt. Es ist allerdings unbekannt, ob sie jemals eine richtige Liebschaft hatten. Die anderen beiden Windläufer-Schwestern fanden jedoch ihren Lebensweg in einer Partnerschaft mit Menschen. So ist Veresa Windläufer die Witwe von Ronin, dem ehemaligen Anführer Dalarans. Aleria fand ihr Glück in den Armen des Paladins Tyralion, welcher heute ein Hochexarch der Lichtgeschmiedeten ist. Alle Windläufer-Schwestern brachten Nachwuchs auf die Welt. Sylvanas ist bis heute die Ausnahme und wird dies wohl auch bleiben. Keltas Sonnenwanderer war einst sehr an Jaina Prachtmeer interessiert, während sie in Dalaran studierte. Jaina wies seine Umwerbungsversuche jedoch zurück. Der Blaudrache Kaligos war einst in die vermeintliche Menschenfrau Avena verliebt. Sie war nie ein echter Mensch, sondern vielmehr der Avatar des Sonnenbrunns. Sie stellte die verbliebene Energie des Sonnenbrunns dar und wurde als Illusion vom Rotdrachen Korialstras erschaffen. Später verliebte sich Kaligos in Jaina Prachtmeer und führte kurzweilig eine Beziehung mit ihr. Marvin und Tamara Wackelspross sind ein verheiratetes Gnomen- und Menschenpaar. Gizek Zischzang und Saffronetta Chase sind ein verheiratetes Goblin- und Gnomenpaar. Der Mensch Barros Elexton findet Leutnant Dorns Worgenform sehr attraktiv. So sagt er, er würde ihr langes und seidiges Fell sehr verehren. Paladin Markus, der menschliche Protagonist der meisten schlüpfrigen Romantikschmöker, hat Affären mit einer breiten Auswahl der verschiedenen Völker. Sibutan, ein Dschungeltroll in Agmas Hammer, scheint in die Sindorei Alis Voltir verliebt zu sein. Sie weist ihn allerdings ständig zurück. Der Orkspäher Utwoch empfindet weibliche Tauren als unwiderstehlich. König Anduin Vryn begann ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr als nur Freundschaft für seine zwergische Leibwache Erin Steinhand zu empfinden. Erin Steinhand ist allerdings heutzutage bereits tot. Lorte Materon lebt nun in einer festen Partnerschaft mit der ersten Arkanistin Talisra. Draenei und Orks können sich gemeinsam fortpflanzen. Die bekanntesten Beispiele stellen Garona und Landtresor dar. Der Mok'nathal-Clan besteht hauptsächlich aus Halbogern, welche eine Vermischung von Orks und Ogern darstellen. Rexxar ist hier ein bekanntes Beispiel.
Hochelfen und Menschen können sich ebenfalls fortpflanzen. Halbelfen werden von der Menschen- und Elfengesellschaft oftmals kritisch beäugt und erfahren Ablehnung. So ist es auch nicht unüblich, dass der elfische Elternteil sein Kind sogar verstößt. Nicht allen Halbelfen wird dieses Schicksal zuteil. So wird der Halbelf Arathor von seinen Eltern Tyralion und Aleria über alles geliebt. Die Drachenaspekte sind häufig polyamorös veranlagt. Ihre Partner werden Gemahl und Gemahlin genannt. Ihre Hauptpartner werden jedoch Hauptgemahl genannt. Der Rotdrache Corialstras ist zum Beispiel der Hauptgemahl der Drachenkönigin Alexstrasza, während Krasus nur ein Gemahl von Alexstrasza ist. Die Mitglieder des Blauen Drachenschwarms haben sogar so etwas wie eine Verlobung. Kaligos und Thyrigosa werden so als zukünftige Partner beschrieben. Kaldurei heiraten in der Regel nicht. Sie suchen sich dennoch einen Partner fürs Leben. Tyrande Whisperwind und Malfurion Sturmgrim sind allerdings verheiratet. Die Hochzeiten der Wildhammer-Zwerge fallen jedes Jahr immer auf einen bestimmten Feiertag. Es ist üblich, dass ein Wildhammer-Zwerg jemanden aus seinem Geburtsjahr heiratet. In den traditionellen Hochzeitszeremonien der Dschungeltrolle bekämpfen sich Braut und Bräutigam mit stumpfen Waffen, sodass direkt die Dominanz innerhalb der Ehe geklärt werden kann. Viele Dschungeltrolle betrachten ihre Frau als Trophäe, auf die sie stolz sind. Gleichzeitig sehen sie ihre Frauen aber auch als Sklavin ohne Rechte an. Je mehr Frauen ein Dschungeltroll hat, desto höher ist seine Stellung innerhalb seines Stammes. Niedere Dschungeltrollstämme bieten häufig ihre Frauen als Tribut den stärkeren Stämmen an, um so den Frieden zu gewährleisten und das Bündnis zu stärken. Die Hochzeitsrituale der Orks sollen denen der Menschen sehr ähnlich sein. Tusker heiraten, sobald ein Mann eine Familie versorgen kann oder ein Tusker-Mädchen die Pubertät erreicht hat. Die Tusker lieben es, positive soziale Ereignisse zu zelebrieren. Die Hochzeit ist eines dieser Ereignisse und die Ehe ist etwas, was jeder Tusker auf dem Weg zum Leben danach anstrebt. Junge Tusker-Mädchen träumen davon, irgendwann einen guten Walfänger zu heiraten. Prostitution und Sklaverei gehören zum alltäglichen Geschäft der Goblins. Während die Sklaverei in den meisten Teilen Azeroths illegal ist, so ist sie in der Gesellschaft der Goblins ein anerkanntes Handelsmittel und wird von den Handelsprinzen geduldet. Der Hof der irdischen Gelüste im Schwarzen Tempel soll ein Hurenhaus bzw. Harem für die Illidari sein. Im Hof der irdischen Gelüste trifft man auf Kurtisanen, Konkubinen und Schwestern der Lust. In den Gästekammern von Karazhan findet man ebenfalls Konkubinen, Herrinnen der Nacht und üppige Schankmaiden. Man geht davon aus, dass Madame Goya einst ein Bordell in der Taverne im Nebel geführt haben soll. Die Geschichte eines Romantikschmökers gibt eindeutige Hinweise darauf. Ich bedanke mich nun an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch bitte eine positive Videobewertung da und denkt über ein Abo nach. Aldiel Shalah.